Hallo und willkommen zurück zu Harvest Moon Back to Nature. Nach der gestrigen Pleite beim Pferderennen müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir irgendwie wieder an Geld kommen. Gucken wir erstmal, morgen ist schlechtes Wetter. Würde ich sagen, sehr schön, denn dann sparen wir uns die Gießarbeit. Was haben wir noch? Sport. Star One Sport. Wir berichten nun vom heutigen Kampf im Wrestling-Turnier. Der erste Kampf der ersten Runde. Alice gegen Milk. Milk konnte Alice schirmischen Angriff nicht mit einem Heber kontern. Der Kampf war schon nach 2 Sekunden zu Ende. Wow. Das war schnell. Ach ja, und Farmer Fran wollte uns ja noch was erzählen. Leben auf der Farm. Farmer Fran. Ja, Jimmy. Erinner dich daran, worüber wir gestern gesprochen haben. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie man Hühner füttert. Du kannst am selben Ort Hühnerfutter kaufen, wo du das Huhn gekauft hast. Was ist los? Da ist heute geschlossen. Nun, es gibt noch andere Möglichkeiten, Hühner zu füttern. Hast du Mais? Nein. Nun, dann lass das Huhn für ein paar Stunden nach draußen. Es wird sich selbst etwas Futter suchen. Oh, okay. Ich werde es gleich nach draußen lassen. Okay, das können wir uns schon mal merken. Wenn wir irgendwann mal Hühner haben sollten, brauchen wir nicht unbedingt die Hühner füttern. Brauchen wir nicht unbedingt Hühnerfutter. Wir bringen die einfach nach draußen. Hallo, Hundi. Hundi mag uns. Es ist nichts gekommen. Okay, die Gießkanne haben wir ausgerüstet. Und wir haben heute wieder einen Geburtstag. Heute hat Lilia Geburtstag, die Mutter von Rick und Popori. Ich bin richtig froh, dass ich den Kalender, den ich mir damals aufgeschrieben habe, als ich das Spiel damals neu hatte, dass ich mir das alles aufgeschrieben hatte. Auch wenn das ein bisschen nerdy ist, dass man sich dann die ganzen Cheatcodes und Tricks und Tipps und so weiter dann in so einem kleinen Büchlein festhält. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das zur PlayStation 1 Zeiten damals so gemacht hat. Ah genau, und am 21., also in 2 Tagen, müssen wir die Rüben abliefern. Wie viele waren das? 3 Stück, oder? Dann hoffe ich mal, dass wir wirklich 3 zusammenkriegen. Können wir schon Gras wieder sensen? Nein. Ist das Pferd schon wieder drin? Hallo Pferdchen. Sieh an, Plattfuß, werd schnell groß. Warum ist das Pferd schon wieder drin? Na egal, morgen ist ätzendes Wetter. Da kann das Pferdchen ruhig drin bleiben. Würde ich sagen, wieder unser täglicher Ablauf. Fische füttern. Einmal in die Mine. Dann Popuris Mutter mal zum Geburtstag gratulieren. Hallo an. Oh, du bist auch gekommen, Kalana. Ja, das bin ich. Wie jeden Morgen. Dankeschön. Ja, du magst Unkraut, oder? Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir, dass du Unkraut magst? Ich glaube, ich mag dich, weil du so durch bist. Oh, ich bin so naiv und ich habe rosa Haare und ich bin ganz lieb und ich mag eigentlich alles. Bis auf Erz. Erz muss, darf man nicht nehmen. In Erz, da ekle ich mich vor. Okay, irgendwie komme ich hier gerade die Treppe nicht runter. Ey. Mensch, geh da runter. Menschenskinner. Wir müssen uns mal überlegen. Natürlich sollten wir mit jedem Mädchen uns wirklich anfreunden. Dass das Herz zumindest etwas besser ist als schwarz. Aber wir sollten uns dann überlegen, mit welchen Mädchen wir uns dann ernsthaft näher verknüpfen. Mit welchem, bei welchen Mädchen wir anbändeln.
Ich würde ja am liebsten sagen, oh hier, die Fee, die im Wasserfall lebt, könnte einem mal Wünsche erfüllen, aber da muss ich mich selber und euch leider enttäuschen. Das funktioniert leider nicht. So, die Birne essen. Wie viel Geld haben wir jetzt überhaupt? 420. Ach komm, dann bringen wir die ersten drei schon mal weg. Und gehen gleich ein zweites Mal nochmal in die Mine. Aber vorher besorgen wir noch ein paar Blumen. Und beschenken Lilia zum Geburtstag. Lauf, lauf, so schnell du nur kannst. Wir brauchen Blumen. Nehmen wir die mit. Nehmen wir das Kraut noch mit, wenn es schon gerade hier ist. Das reicht erstmal. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Das haben wir schon wieder nicht gemerkt. 53, das ist ja nicht viel. Das ist ja wirklich nicht viel. Och, Rick ist draußen, kümmert sich um den Hof, anstatt seiner Mama mal zu gratulieren. Wo ist sie? Können wir ihr das hier auch schenken? Oh, danke dir. Ich glaube, Popri und Rick haben meinen Geburtstag vergessen. Ah komm, hier hast du noch eine Blume. Oh, danke dir. Ich glaube, Popri und Rick haben meinen Geburtstag vergessen. Ich glaube, die haben sich vergessen. Hallo. Popri, rede mehr mit mir. Was erzählt uns eigentlich der Holzfäller, wenn er draußen ist? Ja. Hallo, wie geht's? Hühnerstall erweitern möchte ich nicht, Holz kaufen möchte ich auch nicht. Obwohl, halt, was kostet der Hühnerstall? Nur mal anfragen. Für die Erweiterung des Hühnerstalls benötigst du 5.420 Holz. Das ist so viel, wie wir gerade mal Geld haben. Alter! Alter, überhaupt nicht raffgierig. Wir müssen gucken, dass wir Geld zusammenkriegen. Und uns unsere Axt aufwerten, dass wir unser Holz selber schlagen können. Vor allem sollten wir das so früh wie möglich, glaube ich, machen. Dass wir in dem ersten Jahr noch zumindest... Oh. Oh. Wir gehen nach Hause und legen uns einfach wieder ins Bett. Der Tag, das ist nicht unserer. Wir könnten noch angeln, oder? Oh, nö, wir machen Unkraut wieder weg, oder? Wir machen noch etwas Unkraut weg und gehen in die Mine, gehen angeln. Wir machen Unkraut weg. Hey, und... Hey! Nimm das! Du willst dich hier vermehren, Unkraut? Nimm das! Und das! Und das erst recht! Und das halte ich von dir, Unkraut! Ich glaube, die Sichel brauchen wir gar nicht so viel benutzen. Ich glaube, die können wir austauschen mal eben gegen... Vielleicht noch eine Runde angeln? Das ist eigentlich die Idee. Was kann denn im Werkzeugkasten sein? Die Sense ab im Werkzeugkasten und die Angel mitnehmen. So, wir haben 420.
Das wäre nix. Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. 725, oh. 305 Profit gemacht. Hier komm, Fischi, Fischi, Fischi. Hier komm, Fischi, Fischi, Fischi. Hier komm, Fischi, Fischi, Fischi. Fischi. Beiß an. Fischi, Fischi. Soll's anbeißen, du Drecksau. Die Fische mögen uns heute nicht. Nicht aufgepasst. Ich sag ja, wir könnten eigentlich direkt ins Bett gehen, ist nicht unser Tag. Ja komm, Fischi, 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 Fischi. Wir haben einen Fischi. Haben wir jetzt 4 Fischis. So, die Gießkanne brauchen wir ja morgen nicht. Ah, halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Hundi. Hundi. Ja, komm her. Feiner Hundi. Sollst ja nicht im Regen schlafen. Den nehmen wir mit rein. Und dann gehen wir wieder ohne Tagebucheintrag schlafen. Und ich muss mal ganz schnell in mein schlaues Heftchen gucken. Der 20. Haben wir am 20. einen Geburtstag? Nein, aber am 22. haben wir das Kochfest. Das heißt, bis morgen müssen unsere Rüben fertig werden. Ansonsten fühlt sich der Bürgermeister etwas veräppelt, glaube ich. Denn wir haben ja zugesagt, dass wir ihm ein paar Rüben bringen. Morgen ist gutes Wetter. Der 20. Tag des Frühlings, das jährliche Kochfest, findet am 22. diesen Monat statt. Wenn du kochen kannst, kannst du ein Gericht anmelden, aber du kannst auch nur kommen und zugucken. Wow. Lächerbord, Ultra, in den Sommerferien. Machen Sie mein Fernsehlicht an und halten Sie genügend Abstand vom Bildschirm. Episode 2, ein neuer Schrecken. Ein plötzlicher Schrei von Gelb. Sie schlägt im Wasser mit den Armen um sich. Bist du okay? Rot geht näher hin, um nachzusehen, was mit Gelb los ist. Als er in den Pool schaut, da ist eine weiße, wolkige Substanz um Gelbs Knöchel. Fortsetzung folgt. Als Rot-Gelb zu helfen versucht und die weiße Wolke berührt. Das nächste Mal Mechabot Ultra in den Sommerferien, Episode 3, die weiße Wucht. Was zum? Billig Power Rangers oder was? Leben auf der Farm. Farmer Friend, Farmer Friend. Ja, Jimmy? Gestern hast du mich gefragt, ob ich Mais für das Huhn habe, wenn ich Mais hätte. Was will ich damit tun? Du kannst den Mais ganz schnell zu Hühnerfutter verarbeiten. Am Fluss gibt es eine Wassermühle, stimmt's? Ja. Wenn du einen Maiskolben in die Wassermühle wirfst, erhältst du in der Futterhütte 10 Päckchen Hühnerfutter. Hey, das müssen wir uns merken. Mann, das ist ja klasse. Ja, das sage ich auch immer, Jimmy. Das ist klasse. Hey, das sieht ja richtig gut aus. Viele brauchen wir 3, ne? 1, 2, 3 können wir überlassen. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Erstmal dem Pferdchen Hallo sagen. Ah, jetzt hätten wir die Sichel gebrauchen können. Egal. Pferdchen. Die haben sie am Plattfuß. Wird schnell groß. Ja, da schnaubst du da immer nur. Ne?
glaube, ich weiß, was wir heute Morgen mal machen. Anstatt wie immer direkt zur Quelle, gehen wir doch mal zum Meer und angeln ein Rindchen, oder? Freitag, 8 Uhr morgens. Vielleicht treffen wir hier wieder jemanden. Hi. Erklär mir, was ich mit Angeln noch mache. Gehst du angeln? Wenn du was Großes fängst, zeig es mir. Ich glaube, wir müssen mal öfter morgens hierher. Was? Hat sich losgerissen? Nein. Wir müssen mal morgens öfter hierher. Bis um 10 Uhr ist der, glaube ich, immer hier. Mensch! Dann öfter mal mit ihm sprechen. Vielleicht bringt das was. Vielleicht bringt er uns irgendwann Angeln bei. Ja toll, eine Konservendose. Leute, schmeißt euer Müll doch nicht immer überall hin. Ist auch mal sehr schön an größeren Stadtplätzen. Oh. Oh, das ist aber ein großer. Ist der für mich? Danke. Küche. Du Sackratte. Ich wollte dir den nur zeigen. Das wollte ich gerade sagen. Das kann man auch mal schön an Stadtplätzen beobachten. Wenn die Leute meinen, oh, da ist ein Mülleimer, 10 Meter von mir entfernt, aber ich bin mal eben zu faul, diese 10 Meter zu laufen, dann schmeiße ich doch mal meinen Müll einfach auf den Boden. Das ist genauso schlimm, ja, fast so schlimm. Also ins Meer, Müll ins Meer werfen ist noch schlimmer. Das meine ich nicht nur in dem Spiel, das meine ich auch wirklich. Ich konnte es vor einiger Zeit auch beobachten. Und dann waren wir unterwegs mit dem Auto. Und dann sind wir durch ein kleines Waldgebiet gefahren. Und vor uns ein älteres Ehepaar, oder schätze ich mal, dass das ein Ehepaar war. Und er meint, er muss da während des Fahrradfahrens sich umständlich irgendwie die Nase wohl putzen und schmeißt dann sein Taschentuch auch einfach mal weg, anstatt das zumindest eben in die Hosentasche zu stecken. Ein paar Meter weiter war ein Mülleimer. Nein, es wird immer alles auf die Straße geschmissen. Also, Leute, das muss nicht sein. Muss ich mal den Moralapostel raushängen lassen? Das muss echt nicht sein. Wenn man sich mal anguckt, nicht nur in Waldgebieten, auch im Meer, in der Stadt und so weiter, was immer am Müll rumfliegt, das muss einfach nicht sein, Leute. Ein Taschentuch kann man vielleicht gerade noch verstehen, das löst sich auf. Aber dabei bleibt es ja nicht. Man sieht das ja oft genug auch in einfach McDonalds-Sachen. Schön die Becher vom Milchshake, anstatt bis zum nächsten Mülleimer. Nein, wird einfach aus dem fahrenden Auto geschmissen. Und lasst euch bei sowas auch nicht erwischen, denn das ist strafbar. Ich will da wirklich nicht die Moralapostel raushängen lassen. Die müssen ihr alle selber wissen, was ihr macht. Aber es ist einmal scheiße für die Umwelt. Und zum anderen ist es strafbar. Es wird mittlerweile sehr empfindlich bestraft. Und spätestens im Meer, da hört echt der Spaß auch auf, wenn man dann sieht, wie sich da irgendwelche Meerestiere, Fische, Robben und so weiter in irgendwelchen Müll verfangen. Kann man wirklich sagen, Leute, schämt euch. Oh, zurück zum Spiel, genug gemeckert. Hallo Gott oder Götz. Würde ich sagen, gehen wir doch noch mal in die Mine.